Ziegenfleisch meint er nicht. Ohne Witz, wenn irgendjemand einfällt, was für komisches Fleisch der Mann will. Oder war es eine Frau? Nee, es war ein Mann. Ach, ihr wisst schon. Ja. Dann sagt was. Ich glaube, ich habe damals genauso Ewigkeiten gebraucht, um rauszufinden, was der von mir will, aber... Abdel? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ja, so viele verschiedene Tierarten gibt es ja eigentlich gar nicht. Besonders gefleckt? Fällt nichts Geflecktes sein. Ah, stimmt. Die haben ja auch noch. Ja. Eure Lieferung ist angekommen. Vielen Dank. Hier ist euer Lohn. Rein theoretisch könnten wir ja lügen und sagen, jo, eure Lieferung ist angekommen, dann haben wir sie doch nicht abgegeben. Ich bin doof, ich weiß. So. Ich habe jetzt schon ganz offen Augenfüllung, wohin wir überhaupt müssen. Ach, Toyona? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Klar, Toyona. Aber wollten wir nicht davor was nachreden? Eroskund? Nein. Nö. Haben wir schon? Nö. Naja. Welche waren das? Das war doch, ja, das war Meeresfront. Nee, dann gehen wir erst zu Jona. Brief, Brief! Lieber Papa, heute war ein toller Tag. Popula hat einen riesigen Kuchen für mich gebacken, der total lecker war. Und alle im Dorf haben mir zum Geburtstag gratuliert. Das war so schön. Ich fühle mich wie eine Prinzessin oder so. Ich fühle mich heute überhaupt nicht krank. Genau genommen habe ich die Krankheit schon fast vergessen. Also kannst du ja vielleicht auch einen einfach vergessen und jetzt wieder nach Hause kommen? Jona. Oh, wir waren nicht zu ihrem Geburtstag da. Ich frage mich mal, wie lange wir weg sind. Wir müssen ja fast schon Tage, Wochen, Monate ab und zu weg sein. Das ist furchtbar. Jona. Ich liebe dich doch so sehr. Papa, juhu! Popola, meinte, du brauchtest etwas? Du musst mir einen Gefallen tun. Was ist es? Jona, ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nichts sagst. Ja, das nehme ich an. Jona, bitte raus mit der Sprache. Ich möchte, dass du meinen Freund hilfst. Deinen Freund? Ich habe einen Freund und er hat mir einen Brief geschickt und nun musst du ihm helfen. Jemand, der dir einen Brief geschrieben? Jemand hat dir einen Brief geschrieben? Ein Brieffreund? Wie reizend. Also, wer ist dieser Freund? Nun, er ist irgendwie... Ist es ein Junge? Ja, und er ist krank und steckt in Schwierigkeiten. Und ich weiß, dass du und Weißi die einzigen seid, die ihm helfen könnt. Weißi? Erzähl mir von diesen... Ganz ruhig, erzähl mir von diesen Typen. Er lebt in diesem seltsamen großen Haus im Süden. Er ist super nett und er ist mein Freund. Du musst ihm helfen, Papa. Bitte. Jona, hör zu. Bitte. Na toll, was mache ich nun? Ich werde es tun. Ich kann ja nichts abschlagen. Okay, ich werde sehen, ob ich helfen kann. Juhu, danke schön, Papa. Vielen Dank. Oh, Kürbis noch. Ja, dein Kürbis, Jona. Danke, Papa. Ich habe dir in letzter Zeit jede Menge Essen gebracht, Jona. Was hast du damit vor? Das ist ein Geheimnis. Wart's einfach ab, okay? Jona? Tada! Bitteschön, Papa. Das habe ich ganz alleine gemacht. Ist das ein Kuchen? Ja, Popola hat mir das Rezept beigebracht. Das ist das größte Geheimnis, Papa. Dafür habe ich all die all die Früchte gebraucht. Nun, danke, Jona, das ist ziemlich beeindruckend.
Komm schon, versuch ihn, versuch ihn! Oh, ich bin gerade nicht so hungrig, daher. Nun, na schön. Ja, der ist wirklich gut. Oh, juhu, du arbeitest so hart für mich, daher wollte ich auch mal etwas für dich tun. Ja, das ist toll, Jona. Ja, danke schön. Danke, ich habe 7 Kuchen oder so gemacht. Also ist noch jede Menge da. Vater sein kann bisweilen eine beschwerliche Erfahrung sein. Ja. Heißt, der Kuchen war nicht so toll und jetzt muss er jetzt jede Woche Kuchen essen. Zum Glück sind wir ja so viel unterwegs und er kann nicht fett werden. Das ist ja schon mal was Gutes. Toll, mein kleines Mädchen hat einen Freund. Du sollst vorsichtiger vorgehen. Dieser Junge könnte dein zukünftiger Schwiegersohn sein. Weiß, darüber werden wir nicht reden. Oh, warum denn nicht? Will der Papa nicht loslassen? Jetzt bin ich auch schon so gemein wie Weiß. Jetzt geht's los. Hui. Gut. Dann... Ja, wir müssen ja eh jetzt Richtung Meeresfront. Also können wir auch kurz beim Meeresfront vorbei. Und danach werde ich dann auch aufhören. Und dann erstmal genug aufgenommen. Ich überlege ganz, ob ich mir eine neue Waffe holen soll. Hallo? Aber das eher nicht. Nee, eher nicht. Alter, was ist denn hier los? Let us dispatch them without complaint. And what would make them appear in this area in the first place? It is hardly what one would call especially fervent. Oi. Das war knapp. Keine, greif an. Na, wir haben ihn ja fast. Hui, mach hin. Fuck. Das war scheiße. Ich hätte ihn schon fast gehabt. Wahrscheinlich wäre er sogar noch umgefallen. Und mach. Komplexe Maschine. Ah, die hat eigentlich immer Maschinenteile bei sich. Leben.
Schön. Wir sammeln, glaube ich, ein paar Sachen hier ein. Also man tut ja hier Jagdhöhlen vom Monster. Alles beherrscht und so. Also von Shades. Sterbt. Schön. Vor allem warten auch noch welche auf mich. Was ist los? Meine Güte. Ich glaube, wir müssen danach auch mal wieder zum Schmied und zur Waffe nochmal aufrüsten lassen. Das wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee. Dann können wir auch die andere Waffe aufrüsten. Ich würde sagen, das machen wir sogar, nachdem wir da in dem Haus gewesen sind. Autschi. Lasst mich in Ruhe. Ich habe gerade mein Leben irgendwie aus der Acht gelassen, habe ich gerade gemerkt. Yep. So. Das reicht jetzt aber bitte. Nein, ich höre es nicht nochmal an. Könnt nicht mal. Muss er danach sowieso gleich wieder dadurch. So. Apropos. Können wir da mittlerweile eigentlich Fisch oder so? Nö. Weil doof. Toll. Und ich dafür am besten was mitnehme. Ich kaufe mir mal zwei. Obwohl, ich denke, das wird erstmal reichen. Zumindest für das Haus. Ach, wohin laufe ich denn? Oder vorne leuchtet was? Ne? Ja. Mehrere Schildkröten, irgendwas. Materialienjäger, hey. Ja, auch wichtig. Brauche ich. Können wir die Kisten da eigentlich noch holen? Ja. So. Kiste? Ah, so Kissen. Ach, ernsthaft, hast du mir das jetzt nicht gesagt? Hey. Hä? Ach so, ich soll das zur Taverne bringen. Oh. Ja, ist das bescheuert. Warum kann ich ihn nicht, ihn das einfach in die Hand drücken? Ich meine, er will doch. Ach, egal. Seltsame Dinge bleiben halt seltsame Dinge. Hey, ja. Habt ihr euch um die Ausreißer gekümmert? Ausreißer? Wovon redet ihr da? Anscheinend wurde die wie übers Ohr gehauen.
Verdammt, wenn ich dieses dummes Kind finde. Nun, ich nehme an, wir können somit seine Familie mitteilen, dass er am Leben ist. Ernsthaft? Der ist abgehauen? Wirklich? Dann geh halt sterben, mein Gott. Wer sich nicht helfen lassen will, ist selber schuld. So. Ich werde jetzt aber an der Stelle hier Schluss machen. Habe jetzt fast 2 Stunden gespielt. Dann sehen wir uns im nächsten Teil von Let's Play Nier. Je nachdem habt ihr Glück, dass ich vielleicht ja, bis Februar relativ schnell noch ein bisschen was hochladen kann. Ich werde wahrscheinlich jetzt ja, gucken müssen. Mal gucken. Also, je nachdem, wann das Video jetzt hier hochkommt, ich denke mal in so 10 Tagen wahrscheinlich, werde ich dann noch bis Februar warten müssen. Dann kriegt ihr wieder mehr von Nier. Will ich wieder ganz viel nachholen. Also, bis dann. Ciao.